Vielen Dank. Es ist die Frage des Abends, gerade aufgeworfen in dieser aufrüttelnden Dokumentation. Was muss passieren, damit die Pflege besser wird? Was muss sich ändern, damit die Menschen die Altenpflege als ihre Berufung ansehen? Und die gibt's ja, Franzi sei Dank. Was muss sich ändern, damit diese Menschen ihren Enthusiasmus behalten und so auch ganz nebenbei zur besten Werbung für ihren Beruf werden? Und da ist dann noch die Frage, was ist eigentlich mit denen, die sich dafür entscheiden, ich mache das selbst. Ich pflege meine Mutter oder meinen Vater zu Hause, koste es, was es wolle. Wer hilft denen auf der Langstrecke? Wer hilft Menschen wie Ruth Schneeberger? Wirklich effektiv hilft keiner, sagt die Journalistin Ruth Schneeberger, die ihre Mutter 10 Jahre zu Hause gepflegt hat. Sie kritisiert, ohne uns Angehörige würde das System zusammenbrechen. Und was ist der Dank? Wir arbeiten quasi für lau und müssen uns dafür noch ständig mit Krankenkassen und Co. herumschlagen. Jens Spahn, der CDU-Bundesgesundheitsminister, sagt, wir haben verstanden, die Pflegekräfte in Deutschland brauchen mehr Unterstützung. Deswegen schaffen wir 13.000 neue Stellen in Altenheimen und wir wollen den Pflegeberuf in allen Bereichen attraktiver machen. Gottlob Schober, der Journalist und Pflegeexperte, ist überzeugt, die Pflege in Deutschland fährt gerade gegen die Wand. Da sind 13.000 neue Altenpfleger doch nur Symbolpolitik. Und wo sollen die auf die Schnelle überhaupt alle herkommen? Thomas Greiner, der Präsident des Arbeitgeberverbands Pflege, sagt, immer diese Schwarzmalerei. Dabei ist die Qualität in den Heimen in den letzten Jahren deutlich besser geworden, auch weil schon mehr Personal eingestellt wurde. Silke Behrendt, die Altenpflegefachkraft, entgegnet, davon merke ich nichts. Der Personalengpass ist inzwischen so groß, dass alles zusammenbricht, sobald nur eine Kollegin oder ein Kollege ausfällt. Diese Dauerbelastung macht viele kaputt. Gleich zum Einstieg nochmal die Menschen, die typisch sind für die Situation im Pflegealltag. An Begeisterung, eigentlicher Begeisterung für den Beruf mangelt es keinen. Aber dann ist da noch der Pflegealltag. Fangen wir an mit der jungen Franziska Meder. Also ich brauche so einen Beruf, wo man einfach anderen Menschen helfen kann. Und trotz allen Rahmenbedingungen, die man manchmal einfach hat, mache ich es einfach echt gern. Wir haben hier mit Menschen zu tun und nicht mit Gegenständen. Man versucht, alles Mögliche zu tun, um die Leute glücklich zu machen, aber meine Kraft langt nicht mehr. Ich bin der Meinung, ich mache da was sehr Gutes, eine sehr sinnvolle Arbeit und trotzdem belastet es mich psychisch so sehr, dass ich dann quasi depressiv werde, weil ich, denke ich mal, einfach weiß, ich werde dem nicht gerecht, wie ich mir das vorstelle, wie ich mir Pflege vorstelle. Frau Behrendt, wenn Franzi Ihre Tochter wäre, was würden Sie ihr raten, damit es ihr am Ende nicht so geht wie den beiden Männern, die Leidenschaft hatten, die aber auf der Strecke geblieben ist, die um ihre eigene Gesundheit fürchten? Also ich würde Franzi raten, von der Couch aufzustehen und den depressiven Club zu verlassen und letztendlich auch sich zu organisieren und Mut zu machen, nach vorne zu gehen. Weil wenn wir uns nicht äußern mit dem, was wir brauchen, wird diese Branche kaputt gehen. Und dann wird Franzi in 3 oder 4 Jahren sagen, es tut mir leid, ich kann nicht mehr. Ich kann nicht jeden Tag mit so einer hohen sozialen Verantwortung zum Dienst erscheinen und letztendlich nach Hause gehen und es nicht erfüllt haben. Das ist das. Sie machen Ihren Job seit 25 Jahren. Ja. Wenn Sie sich mal überlegen, was am Anfang noch möglich war, was jetzt nicht mehr möglich ist, was fällt Ihnen da ein? Meine Tätigkeit wird eigentlich immer kleiner gehackt. Ich sag mal so, eine Stunde Arbeit hat bei mir 100 Minuten Tätigkeit. Das ist es, was dazugekommen ist und es wird immer mehr. Ich bin nur noch für einen Teil der Menschen, für die ich zuständig bin, zuständig. Das heißt, ich als Fachkraft für die Behandlungspflege, für die Planung. Dann kommt der nächste Kollege, ist für die Grundpflege zuständig. Dann kommt der nächste Kollege, der ist für die Betreuung zuständig. Das hat finanzielle Aspekte einfach, weil natürlich jede Tätigkeit, die keine Fachlichkeit voraussetzt, auch günstiger ist und billiger zu verkaufen ist am Ende. Das war früher anders. Da war es ein ganzheitliches Menschenbild, was ich verfolgen durfte. Pflege ist körperlich anstrengend,
Schichtbetrieb. Wir hören ja auch das Einspringen, wenn jemand ausfällt, ist vielleicht das freie Wochenende des anderen kaputt. Haben Sie Ihren Jobwechsel, Sie waren Verkäuferin, haben Sie Ihren Jobwechsel mal bereut unterwegs? Nee, habe ich nicht. Also ich mache meinen Beruf auch heute noch, trotz der schweren Bedingungen, gerne, weil es ist eine wichtige Aufgabe. Ich kann das, ich mache das. Es gab zwischendurch sicherlich Phasen. Ich habe auch in der ambulanten Versorgung gearbeitet. Und da, als ich da aufgehört habe, habe ich gedacht, nun gut, ich versuch's noch mal in einer stationären Einrichtung, um zu sehen, ob ich diesen Beruf noch machen kann. Aber mir ist sicherlich in meinem Berufsleben auch passiert, dass so der Punkt da war, wo sich alles im Kreis dreht und sich nichts zu verändern scheint. Hier in der Runde sitzt ein neuer Minister, ein junger Minister, der für sich in Anspruch nimmt, das Pflegeproblem richtig anzupacken. Macht Ihnen das erstmal Mut? Herr Spahn könnte mein Held werden. Also das ist, wenn er alles richtig macht, ganz sicher. Also nur Helden letztendlich müssen tapfer sein und müssen was tun. Also die Erwartungshaltung hätte ich natürlich schon. Nur das geht nicht mit 13.000 Stellen, ohne Ihnen zu nahe treten zu wollen. Aber im Kreise der Kollegen haben wir letztendlich darüber nur lächeln können. Das ist gerade mal die Ehrenamtstätigkeit, die ich jeden Tag tue, neben meinem Beruf. Ich bleibe jeden, oder alle bleiben eine halbe Stunde länger, kommen früher, gehen eher. Das reicht nicht aus und das ist auch nicht realistisch. Und ich glaube, das wissen Sie auch. Herr Spahn, nach der üblichen Logik auch einer solchen Sendung wären Sie jetzt dran. Ich würde Sie ermuntern, hören Sie einfach noch weiter zu, dann kommen Sie dran. Einverstanden? Einverstanden. Gut, Frau Schneeberger, Sie haben es anders gemacht. Sie haben Ihre Mutter zu Hause gepflegt und das über 10 Jahre. Sich erschöpft fühlen, aus dem Rad nicht mehr rauszukommen. Ist das eigentlich egal, ob das eine Pflegekraft im Heim macht oder ist das genauso Ihre Erfahrung zu Hause? Ich würde sagen, kann zu Hause sogar noch schlimmer sein, weil man viel weniger Kollegen hat, auf die man zurückgreifen kann. Man geht eben nicht nach Hause und hat dann frei und kann sich im Zweifel ein bisschen ausruhen, die Füße auf die Couch legen, sondern ich kam nach Hause von der Arbeit und musste meine Mutter versorgen. Und das jeden Tag und jedes Wochenende alleine, ohne Helfer dann, in meinem Urlaub auch immer. Also die Belastung und die Gefahr auszubrennen ist, würde ich sagen, zu Hause in der häuslichen Pflege sogar noch größer. Ihre Mutter hatte einen Schlaganfall, konnte nicht mehr sprechen, konnte nicht mal klingeln eigentlich, wenn es ihr schlecht ging. Wie gehen in Anführungszeichen normale Heime mit ihren Möglichkeiten, mit einer solchen Patientin, wie es ihre Mutter war, um? Meine Mutter hätte eigentlich in gar keine Einrichtung gekonnt. Die sagen zwar, sie würden sie aufnehmen, wenn man aber dann Probetag oder eine Kurzzeitpflege vereinbart, merkt man, das funktioniert hinten und vorne überhaupt nicht. Mit dem Pflegenotstand, den wir haben, mit den fehlenden Pflegekräften überall, wie Sie schon darüber berichtet haben, kann so ein Mensch, der rund um die Uhr Pflege benötigt, in einem Heim meines Erachtens nicht angemessen versorgt werden. Und wir haben es auch gemerkt, es sind schlimme Fehler passiert in der kurzen Zeit, wo sie da war. Ich war sehr froh, als ich sie nach Hause nehmen konnte. Hat diese Freude angehalten oder was war bei Ihnen eigentlich eher in Alarmstimmung? Ihre Seele oder Ihr Rücken? Der Körper. Insgesamt. Der Körper. Die Seele weniger, weil es mir sehr viel Spaß gemacht hat, meine Mutter zu pflegen. Deswegen bin ich auch hier, um wirklich davon zu berichten, um Mut zu machen, anderen pflegenden Angehörigen, die sich auch vielleicht überlegen, gebe ich meine Eltern, Großeltern, Lebenspartner ins Heim oder schaffe ich das alleine? Wenn man sich das zutraut, wenn man selber fit genug ist, wenn man ein gutes Verhältnis zueinander hat, dann möchte ich wirklich dafür werben, dass man es zu Hause versucht. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass das viel besser funktioniert und dass ich mit meiner Mutter wahnsinnig viel Spaß hatte, zumindest die ersten 9 Jahre der Pflege. Das letzte Jahr war dann schwierig, weil sie sehr krank wurde. Da merkte ich auch, es geht an meine Substanz. Aber wir gucken daher noch mal genau hin. Ja. Sie haben ja nicht nur einen schönen Artikel darüber geschrieben, einen sehr berührenden, auch ein paar Fotos. Gucken wir uns gleich noch mal an, Frau Schneeberger. Herr Schober, wir haben Sie in der Dokumentation gesehen. Sie bearbeiten das Thema Pflege schon seit vielen, vielen Jahren, haben auch schon den einen oder anderen Minister kommen und gehen sehen im Rahmen der Regierungswechsel. Wenn Sie jetzt die ersten Monate von Herrn Spahn sich anschauen, wie groß ist denn Ihre Hoffnung, dass sich jetzt tatsächlich grundsätzlich was verändert? Also ich kenne Herrn Spahn durch Gespräche von früher. Ich weiß, dass er kompetent ist. Nur dieser Vorschlag, den er jetzt gemacht hat, der greift eindeutig zu kurz. Und lassen Sie mich vergleichen
mit einem Hochwasser. Die Rettungskräfte sagen, wir brauchen 100.000 Sandsäcke, um eine Überflutung zu retten. Und die Politik kommt und sagt, okay, wir haben verstanden, wir finanzieren mal 13.000, wissen aber noch gar nicht, wo die herkommen. Da ist die Katastrophe trotzdem vorprogrammiert. Also die 13.000 Sandsäcke werden nicht helfen. Also ich glaube, wir sind bei der Lösung der Pflegeprobleme leider immer noch ganz am Anfang. Herr Spahn, Sie haben jetzt 11 Minuten zugehört. Was macht Sie so optimistisch, sich diese Herkulesaufgabe zuzutrauen? Sie merken ja schon wohlwollenden Kredit, aber Zweifel an dem, was Sie jetzt schon mal rausgehauen haben, nämlich zu sagen, wir brauchen 13.000 mehr und das kriegen wir hin. Nee, was ich ja überall erlebe, das ist ja hier zu spüren, bei Frau Behrendt, in dem Beitrag, in der Dokumentation vorher, ist eine massive Vertrauenskrise, die wir haben. Bei den Pflegekräften, das merke ich, war in den letzten Wochen auch viel unterwegs, bei Heim im Münsterland, in Sachsen, in Vorpommern. Und in den Gesprächen spürst du einerseits dieses wahnsinnige Engagement, diese wahnsinnige Bereitschaft, auch die Erfüllung, die das für viele ist, die in diesen Beruf gegangen sind. Und gleichzeitig eben ja, dieser Frust, der da ist und auch dieses, wir glauben gar nicht wirklich dran, dass ihr was ändert. Also da ist, wir haben massiv Vertrauen verloren in der Politik und viele andere, die dort Verantwortung haben. Und jetzt weiß ich auch, dass 13.000 Stellen neu finanziert, erstmalig übrigens zu 100% finanziert von der Sozialversicherung und nicht mit Eigenanteilen, dass das nur ein erster Schritt ist. Das ist mir auch klar. Wenn wir 100.000 Sandsäcke brauchen, um in Ihrem Bild zu bleiben, müssen Sie trotzdem irgendwann mal mit dem ersten anfangen. Sie können, so, und wenn wir so über Jahre diese Spirale hatten von Arbeitsverdichtung, von Frust, von Pflegekräften, die rausgegangen sind aus den verschiedensten Gründen. Für die, die geblieben sind, ist es im Zweifel noch schwieriger geworden an vielen Stellen. Dann ist das halt nicht innerhalb von, ich bin jetzt, weiß gar nicht, wie viele Wochen, irgendwie 90 Tage oder was im Amt, ist das nicht in ein paar Wochen zu erledigen. Wir haben von Anfang an gesagt, ich auch sehr klar, die 13.000 ist der erste Schritt. Das ist ja auch nicht das Einzige. Wir machen ein Sofortprogramm, wo es auch darum geht, betriebliche Gesundheitsförderung noch weiter zu stärken in den Bereichen. Ja, wir müssen ja mal anfangen, wenn es um Fragen geht wie von Rücken, von psychischer Belastung, wie wir es in dem Beitrag gesehen haben, das stärker in den Blick zu nehmen in den Bereichen Investitionen ins Digitale, bei der Bürokratie, bei der Dokumentation und zum Entlasten ist in dem Programm mit drin und eine ganze Reihe Ausbildung, mehr Ausbildungsplätze zu finanzieren. Aber natürlich muss ein zweiter Schritt folgen. Stellen schaffen heißt noch nicht Stellen besetzen. Deswegen werden wir, jetzt müssen Sie mir schon die Chance geben, ja, auch zwei Minuten. Deswegen werden wir, ich habe mit dem Arbeitsminister und der Familienministerin, die auch zuständig ist, schon vereinbart, wir werden Anfang Juli die konzertierte Aktion Pflege starten. Das soll keine Kommissionitis werden, die irgendwie im Sankt-Nimmerleins-Tag endet, sondern wir wollen sehr konkret in wenigen Monaten vor allem auch darüber reden, wie können wir Pflegekräfte gewinnen. Eine Ausbildungsoffensive, noch weiter die Ausbildungszahlen steigern, die sind schon auf Rekordniveau. Darüber reden, wie wir Pflegekräfte ermuntern können, Stundenzahl zu erhöhen, mehr wieder von Teilzeit, weil wir haben in den letzten Jahren eine enorme Zunahme durch die Belastung von Teilzeit gehabt. Pflegekräfte, die rausgegangen sind, zu ermuntern, reinzukommen, eine bessere flächendeckende Tarifbezahlung und auch ein Baustein Pflegekräfte aus dem Ausland. Und ich glaube, diese beiden Dinge, dann geht es im nächsten Schritt um Personalbemessung. Wir müssen das Schritt für Schritt, ich will es nur einmal erklären, damit es mal einmal, wenn Sie mich lassen, Herr Plass, wir müssen sofort im Gesamtkontext nur darstellen. Ja. Ich glaube, es braucht halt diese Schritte. Man muss sehen, mit dem Sofortprogramm, die starten. Dadurch schaffen wir vielleicht wieder eine Offenheit dafür, bei Leuten, die raus sind, zu sagen, ich schaue mir das nochmal an, was die da machen. Wenn mehr reingehen, gibt es eine Entlastung wieder und mehr Attraktivität. Und ich glaube, in dieser Spirale, andersrum gedreht, haben wir die Chance. Ich verstehe, dass zumindest in drei Jahren, wenn hier dreimal geklagt worden ist, trotzdem möchte ich jetzt den ganzen Maßnahmenkatalog wieder ein bisschen zerlegen, damit man auch mitbekommt, wo da Schwierigkeiten liegen können. Klar ist, irgendwo muss man anfangen. Es kann auch nicht darum gehen, jetzt alles, was kommt, kaputt zu reden. Bleiben wir aber erstmal bei den 13.000, um noch mal zu erklären, was Sie da vorhaben und die große Frage, wo sollen Sie herkommen? Wahr ist, unser Gast Jens Spahn möchte mehr für die Pflege tun. Mehr noch, als im Koalitionsvertrag vereinbart wurde. 13.000 neue Stellen in der Altenpflege, so steht es in seinem Sofortprogramm. Wahr ist aber auch,
Schon heute weiß man nicht, wie offene Stellen besetzt werden sollen. Insgesamt werden für 15.000 Stellen Fachkräfte gesucht. Und das sind nur die Stellen, die der Bundesagentur für Arbeit gemeldet wurden. Tatsächlich sind es noch viel mehr. Deutschlandweit herrscht im Bereich Altenpflege Fachkräftemangel. Auf 100 freie Stellen kommen nur 27 arbeitslose Altenpfleger. Bis eine freie Stelle besetzt wird, vergeht durchschnittlich ein halbes Jahr. Herr Greiner, Sie sitzen neben Herrn Spahn, sind der Präsident des Arbeitgeberverbandes Pflege. Wo sollen die Pflegekräfte herkommen, wenn jetzt schon Klimmzüge gemacht werden müssen, um überhaupt eine Stelle zu besetzen? In Städten, die teuer sind wie München, funktioniert es fast gar nicht mehr. Also ich bin der Überzeugung, dass Herr Spahn an zwei Punkten hervorragend jetzt begonnen hat. Das erste ist, er hat den Pflegekräften gezeigt, für sie ist das Wichtigste, dass mehr Personal herkommt. So. Das zweite ist, dass er mutig genug war, das Thema ausländische Fachkräfte anzusprechen. Ich glaube, wir sollten einen Befreiungsschlag machen und nicht nur 13.000, sondern dreimal 13.000 Pflegekräfte gewinnen in den nächsten Jahren. Wie möchte ich das machen? Sehr zeitnah. Das Erste, es ist nicht so, dass wir überall Personalmangel haben in der Altenpflege. Wir haben genügend Leute, die in der Betreuung sind. In den letzten Jahren wurden fast 60.000 Leute als Betreuungskräfte in die Altenpflege geholt. Das ist das Erste. Damit das alle verstehen, Frau Behrendt, was macht ein Betreuer und was macht eine Pflegekraft? Wo ist der Unterschied? Fragen Sie die Fachfrau. Ein Betreuer kümmert sich letztendlich um das seelische Wohl und er wird zusätzlich finanziert durch Mittel. Man muss Anträge stellen. Es ist kein Paket, was zur Grundpflege mit dazu zählt. Das wird klipp und klar getrennt und das entlastet. Für den Bewohner ist das ganz toll und wichtig, weil sich ja niemand mehr um die seelische Gesundheit kümmern kann. Eine Pflegekraft entlastet es nicht. Und für den privaten Bereich bringt es letztendlich auch nicht sonderlich viel. Also das ist eine Maßnahme. Natürlich sind das Zahlen, die rausgehauen werden. Und letztendlich sind es auch schlecht bezahlte Menschen, die sich damit auseinandersetzen können. Die sind so in dem Tarifniveau ganz unten. Das muss man auch so mal sagen. Eine wichtige Aufgabe, ganz klar. Aber ich habe in meiner Ausbildung genau das gelernt. Ich könnte es tun, aber ich bin zu teuer. Ja. Aber Sie wollen da ja weiter qualifizieren. Ich finde es auch ganz gut, jetzt war das Thema, wo kommen Leute her? So. Mhm. Das nächste Thema ist Hilfskräfte oder auch Pflegeassistenten. Mhm. Deutschlandweit finden wir genügend Hilfskräfte, die den Leuten beim Essen helfen, beim Toilettengang, beim Anziehen, finden wir deutschlandweit ausreichend. Und jetzt würde ich mich an der Schweiz und an Österreich orientieren. Dort machen die medizinischen Fachkräfte, die die Behandlungspflege machen, eben nur die Behandlungspflege. So, und wenn wir jetzt hingehen und sagen, die 13.000 Stellen besetzen wir mit Betreuungskräften, die besetzen wir mit Hilfskräften und die Fachkräfte machen nur noch Behandlungspflege, sind wir einen Schritt weiter. Jetzt habe ich aber noch zwei weitere Sachen. Wir müssen auf die Leute zurückgreifen in Deutschland, die wir haben. Nämlich, wir haben in unseren Häusern Hilfskräfte, die seit vielen Jahren das machen, die oft das Gerippe eines Hauses sind. Und die müssen wir qualifizieren, so weit, dass sie medizinische Behandlungspflege machen können. Das gibt's auch schon. Wir haben ein Mitglied bei uns, die haben ein Modul entwickelt, wo man in 186 Stunden eine erfahrene Hilfskraft zur Fachkraft weiterqualifiziert mit medizinischer Behandlungspflege. Das wird in Niedersachsen im Moment gemacht. Warum rollen wir das nicht deutschlandweit aus? Und der dritte Punkt ist, ich verstehe eines nicht. Warum holen wir nicht 13.000 ausländische Pflegekräfte zu uns? Die sitzen auf den Philippinen, auf gepackten Koffern. Wir haben in dem Bereich Zuwanderung eine chaotische Situation, an der müssen wir arbeiten. Moment jetzt mal, lieber Schober. Als ich mit 6 Jahren die Mandeln rausoperiert bekommen habe, da waren koreanische Krankenschwestern hier. Das hat dieses Land schon mal gemacht. Mich stört bei der ganzen Geschichte eines. Jeder Vorschlag, den er macht oder den andere machen, der wird sofort in die Tonne gequatscht. Und wir kommen mit weiter. Wenn wir die drei Dinge machen, wir machen wir machen Betreuungskräfte, wir holen Hilfskräfte, die Fachkräfte machen nur noch Behandlungspflege, wir qualifizieren unsere Hilfskräfte in 6 Monaten zu Fachkräften und wir holen 13.000 Leute aus dem Ausland, dann haben wir einen Befreiungsschlag, um das mal
kurz vor der WM zu sagen. Und meine Hoffnung ist, dass er so etwas wird wie der Horst Rubesch der Altenpflegepolitik. Denn in diesem Dschungel, da brauchst du eine Machete. Und deswegen glaube ich, so ein Befreiungsschlag, das ist alles realisierbar. Müsste ich jetzt mal in meiner fußballbegeisterten Redaktion nachfragen, ob das ein reines Kompliment ist oder nicht. Ich bin irgendwie viel zu jung. Ich wüsste jetzt gar nicht mehr im ersten Moment, wer Horst Rubesch war. Wir zeigen ihn gleich wieder. Er war auch ein Held. Habe ich mich wieder. Wir zeigen Ihnen gleich ein Foto. Wir suchen jetzt eins raus. Wir sind ja live, ist gar kein Problem. Ohne es in die Tonne zu kloppen. Was sagen Sie zu dem Vorschlag? Sie haben eben mit einem Nebensatz gesagt, vielleicht weil Sie nicht Deutsch sprechen. Wenn wir eben bei Frau Behrendt gehört haben, dass es vor allen Dingen um den seelischen Zuspruch auch geht, um das mal Zeit haben, sich etwas anzuhören, dann ist die Sprache tatsächlich eine Grundvoraussetzung. Also ich kann es ganz klar sagen, meine Mutter ist letztes Jahr gestorben. Sie war 2 Jahre schwer pflegebedürftig. Und wenn sie jemanden gehabt hätte, der sie nicht verstanden hätte, wäre sie durchgedreht. Punkt. Bei aller Fachlichkeit. Das ist aber eine Unterstellung, dass die Leute überhaupt nicht Deutsch könnten. Die haben oft ein Jahr lang schon deutsche Sprachkurse gemacht. Ein Jahr lang. Die haben B2-Niveau, mit dem können sie in Deutschland Germanistik studieren. Wenn sie die Sprache perfekt sprechen und gut ausgebildet sind, überhaupt kein Problem. Ich habe nur die Erfahrung auch gemacht, dass viele Kräfte aus dem Ausland kommen und eben so gut wie gar kein Deutsch sprechen. Und dann haben wir ein echtes Problem. Perfekt Deutsch haben die ganzen Schwaben in dem Film nicht gesprochen. Mit Schwaben kennen Sie sich aus. Ja. Frau Schneeberger, Sie haben ja versucht, für Ihre Mutter auch zu Hause als Arbeitgeberin Pflegekräfte zu gewinnen. Wenn Sie Ihre Erfahrung mit dem Optimismus vergleichen von Herrn Greiner, zu welchem Ergebnis kommen Sie? Ich kann den Optimismus leider überhaupt nicht teilen. Wir haben auch Erfahrungen über die Kurzzeitpflege in Heimen gemacht. Und dort haben wir die Erfahrung gemacht, ganz konkret, dass Hilfskräfte, die auch überhaupt kein Deutsch sprachen, meiner Mutter die Tabletten gestellt haben, so lange falsch gestellt haben, bis sie mit einem Puls von 30 in die Notaufnahme musste und einen Herzschrittmacher brauchte fortan. Und das war nicht die einzige Erfahrung. Unter anderem auch deswegen habe ich sie zu mir nach Hause genommen, damit ich das kontrollieren kann, wer sie pflegt. Also, Herr Spahn, glaube ich, natürlich prägt so ein Erlebnis. Genauso, das war nicht nur eins. Nee, genau so soll es nicht sein. Bin ich ja voll bei Ihnen. Und man möchte ja klar sagen, so geht es nicht, so soll es nicht sein. Gleichwohl müssen wir halt schon auch zusammen noch mal schauen. Wenn alle immer nur sagen, da bin ich ja bei Herrn Greiner, was alles nicht geht, dann komme ich nicht so richtig und wir gemeinsam nicht so richtig voran. Und ich glaube schon, oder ich bin mir auch sehr bewusst, dass da eine wahnsinnig hohe Erwartungshaltung ist. Und ich weiß gleichzeitig, dass das nicht von heute auf morgen mit einer Maßnahme geht. Ich weiß auch, dass 13.000 neu finanzierte Stellen nicht irgendwie das Problem gleich lösen. Aber mir geht es auch darum, den Pflegekräften, die schon in der Pflege sind, die mal drin waren, vielleicht zurückkommen, die in der Ausbildung sind, zu zeigen, Schritt für Schritt, Maßnahme für Maßnahme, Politik hat verstanden. Wir steuern um. Und dazu gehört es, Stellen zu schaffen und zu finanzieren, übrigens in der Kranken- und in der Altenpflege. In den Krankenhäusern haben wir ja in Teilen eine sehr ähnliche Situation. Die Frage, die Ausbildung, wir haben gerade die Ausbildungsverordnung, morgen, übermorgen im Kabinett, wo wir die Pflegeberufeausbildung ja neu ordnen und neu gestalten, mit auch neuen Perspektiven. Die Frage der Bezahlung, wo es darum geht, regelhaft zu einer Tarifbezahlung zu kommen in der Altenpflege. In der Krankenpflege haben wir das, in der Altenpflege viel zu oft nicht. Und wenn Sie schauen, wie groß der Unterschied ist im Gehalt zwischen Krankenpflege und Altenpflege, das sind in manchen Bundesländern 500, 600, 700 Euro Unterschied. Frau Behrendt, Sie können, sind das Sie alles, können das aus eigener Erfahrung, glaube ich, sind das sprechen. Alles Maßnahmen bis hin zur Frage... Wollen Sie sich die mal anhören, Herr Spahn? Ihre Schwiegertochter ist Krankenschwester? Ja, genau. Also meine Schwiegertochter ist Krankenschwester, die verdient jetzt schon, also die ist ja deutlich jünger als ich, schon jetzt mehr natürlich, aber ich sage Ihnen auch klipp und klar, ich erhalte Tariflohn. Mein Netto-Stundenlohn ohne Zulagen jetzt für Nachtarbeit, Schichtarbeit liegt bei 11,20 Euro. Das ist jetzt nicht unbedingt die Welt, wenn man sich mal den Pflegemindestlohn von 10,55 anguckt. Also das ist eh kein Beruf, mit dem man reich werden will. Und wenn ich dann auch sehe, dass als Beruf, ich arbeite ja schon über 20 Jahre in dem Beruf, wenn ich als Berufsanfänger mit vielleicht 1.300, 1.400 Euro nach Hause gehe, da kann ich keine Familie von ernähren. Und nochmal, um auf Herrn Greiner... Stückchen mal.
ich versuche mal. Okay. Ich hatte einen Entspannung unterbrochen. Ja? Wir waren beim Thema Bezahlung. Okay. Da wollte ich diese Erfahrung, auch den Unterschied eben zu Krankenschwestern reinholen. Das war der Punkt. Machen Sie den noch fertig. Ja, so ein wichtiger Punkt, weil wir natürlich da auch sozusagen einen Wettbewerb zwischen Kranken- und Altenpflege an der Stelle haben. Und deswegen ist der erste Schritt zumindest mal regelhaft überhaupt zu Tarifbezahlungen zu kommen. Die gibt es nämlich zu oft nicht in der Altenpflege. Und die Frage ist dann natürlich noch, auf welcher Höhe. Damit sind wir ja in Gesprächen dann auch mit den Arbeitgebern. Das zu machen. Dazu gehört die Frage, Fachkräfte aus dem Ausland zu haben. Und übrigens, wir sollten uns da nichts vorweis machen. Ist ja nicht so, dass die alle nur darauf warten, nach Deutschland zu gehen. Die kommen auch nur dann nach Deutschland in die Pflege, wenn wir hier attraktive Arbeitsbedingungen haben. Also es ist jetzt nicht so, als wenn wir das einzige Land wären, das Fachkräfte braucht. Ich habe auch mit der Weltgesundheitsorganisation schon gesprochen. Ich möchte das auch nicht nach dem Motto, wir klauen anderen Ländern die Fachkräfte, sondern so, dass das für beide Länder, um die es geht, aus denen die Fachkräfte kommen, auch ein Gewinn, ein Mehrwert ist. Und so geht das halt um ganz viele kleine und große Bausteine, die aber in der Gesamtbotschaft für mich eben sind, wir haben verstanden und wir wollen mit all diesen Maßnahmen sozusagen die Spirale umdrehen und wieder zu einer Situation kommen, wo in 3 Jahren nicht das Paradies, ich mache immer 3 Jahre, Wahlperioden, egal, sagen wir 2 Jahren, 1 Jahr, nicht das Paradies ist. Aber wo doch eine Wahlperiode dauert doch 4 Jahre. Aber ja, wir haben ja schon ein halbes Jahr Koalitionsverhandlungen ziehen Sie mal. Wir haben ja schon ein bisschen was leider länger gebraucht diesmal. Aber jedenfalls, das ist, dass viele Pflegekräfte sagen, es ist konkret was besser geworden. Weil ich weiß auch von der Rede hier in der Sendung vom Gesundheitsminister, hat keine Pflegekraft auf Station oder im Dienst oder sonst irgendwo was, sondern es muss konkret im Alltag spürbar besser geworden sein. Und das ist der Teil, woran ich mich messen möchte. Ich möchte einen Punkt noch nachspüren. Also, Frau Behrendt, der Vorschlag, Pflegehelfer, die, wie Herr Greiner sagt, und ich kenne das so aus eigener Erfahrung, sich auskennen in Häusern, die oft, was wirklich blöd ist für ihren Job, aber das Menschliche dann leisten können, was sie als Fachkraft nicht mehr leisten können. Wenn Sie mal an Ihr Haus denken, andere, ist das nicht eine gute Idee, dass man diesen Menschen auch einen Aufstieg gibt? Und ist es manchmal auch ein Standesdenken bei den wirklich Examinierten, die dann sagen, ja, also jetzt ein halbes Jahr und dann sollen die dasselbe machen wie ich. Ist das nicht auch ein Schritt, wo man sagen muss, die Not ist da, lass uns das doch mal angucken. Wenn Sie jetzt mal Ihr Haus durchgehen, kennen Sie da nicht den einen oder anderen, die einen oder andere, wo Sie sagen, das ist eine goldene Idee für die? Da gibt es ganz viele, die ihre Arbeit sehr gut machen. Allerdings ist das, was der Herr Greiner beschrieben hat, diese Ausbildung mit 186 Stunden, da kann man sich auch dann nachher nichts für kaufen. Es ist eine, sage ich mal, eingeschränkte Fachkrafttätigkeit. Aus der ambulanten Pflege kennt man das so, diese einfachen Sachen wie Blutdruck messen, Fieber messen, Tabletten geben. Es wird wiederum billiger bezahlt. Am Ende stehe ich aber doch übergeordnet und trage die Verantwortung für all das. Modelle dafür gibt es, das ist es, das kenne ich. Die Pflegeassistenten in Ausbildung, Systeme fehlen alleine. Es ist viel günstiger, ich sage mal, Menschen, die das jetzt schon gut können, vielleicht über die Agentur für Arbeit eine Ausbildung zu finanzieren, die mit zum Beispiel Unterhaltsgeld unterstützt wird. Dann wird ein Schuh draus. Berufsbegleitende Ausbildung in dem Bereich dauern aktuell 5 Jahre. Das kann sich niemand leisten, der tatsächlich ein Leben zu führen hat, eine Wohnung zu bezahlen, ein Kind zu ernähren. Das funktioniert nicht. Und ich glaube, dann wären auch einige bereit. Ausländische Fachkräfte, wir sind tatsächlich in der Altenpflege eine bunt gemischte Mischung aus allen möglichen Sachen. Allerdings jetzt hier busseweise durch die Länder zu fahren und Menschen zu holen, das wird es nicht bringen. Guckt euch um, ich denke, hier gibt es genug, es muss auch nur Mittel geben. Und dann wird es auch Menschen geben, die in der Altenpflege arbeiten. Genauso ist mein Einstieg gewesen. Frau Behrendt, Sie waren Verkäuferin? Ja. Frau Schneeberger hat Kommunikationswissenschaft studiert, dann gelernte, unter anderem gelernte Journalistin. Und ich glaube, man kann sie jetzt auch als privat examinierte Altenpflegerin nach 10 Jahren bezeichnen. Was sind denn nach Ihrer Erfahrung die Fähigkeiten, die man mitbringen muss zum Quereinstieg? Empathie ist das Allerwichtigste. Und daran mangelt es eben leider auch vielen Leuten, die in der Pflege tätig sind. Das habe ich wirklich so festgestellt, gerade bei Pflegediensten, auch in Heimen, bei der Kurzzeitpflege. Es machen Leute diesen Job, weil eben auch händeringend nach ihnen gesucht wird und quasi jeder genommen werden muss, der sich bewirbt und teilweise auch in anderen Berufen keine Chance hätte, das muss man leider so sagen, die einfach ohne Empathie auf die Patienten losgelassen werden. Und das ist ein Skandal teilweise.
Ich wollte aber noch was anderes sagen. Ich versuche es ein bisschen. Geht es noch mal weit zurück, weil ich wollte eigentlich mal zeigen, was Sie zu Hause gemacht haben. Okay. Einverstanden? Ja. Gut. Ihre Geschichte als pflegende Tochter, und das kam ja von einem Tag auf den anderen, die haben Sie aufgeschrieben in der Süddeutschen Zeitung in einem sehr anrührenden Artikel. Und dann weiß man, glaube ich, auch als Zuschauer tatsächlich, was Sie da gemacht haben. Meine Mutter konnte die letzten 10 Jahre ihres Lebens nicht mehr laufen, sprechen oder alleine essen. Ich habe sie gepflegt, seit ich 29 war. Meine Mutter war hilflos und verzweifelt. Eines Tages sagte mir die Therapeutin, dass sie nur dann nicht weine, wenn ich da sei. Also nahm ich sie zu mir nach München. Hatte ich eine andere Wahl? Ihre Prognose war gar nicht gut. Vielleicht ein halbes Jahr, hatte die Ärztin in der Reha zu Beginn gesagt. Eine medizinische Fehleinschätzung, wie so oft, und die hatte es in sich. Ich hätte niemals gedacht, dass meine Mutter die 10 Jahre schaffen würde. Frau Schneeberger, wenn Sie damals gewusst hätten, dass Ihre Mutter es noch 10 Jahre lang schafft, wie geht der Satz bei Ihnen weiter? Dann hätte ich einiges anders gemacht. Allerdings hätte ich sie genauso zu Hause auch gepflegt. Die Entscheidung hätte ich wieder getroffen. Aber ich hätte mir viel mehr Hilfe geholt. Und ich weiß jetzt auch, dass man viel mehr Anspruch auf Hilfe hat. Und ich möchte auch Mut dafür machen, dass andere pflegende Angehörige sich diese Hilfe holen, dass sie nicht in Scham versinken, wozu man nämlich dann neigt, oft, und viele dazu neigen, dass sie meinen, ich muss jetzt alles selber machen, ich muss selber helfen, ich muss Haus und Hof verkaufen, um den Angehörigen zu helfen, weil sonst keiner hilft. Es gibt Angebote, immer noch zu wenig, leider. Wie sind Sie denn klargekommen mit dem Geld über 10 Jahre? Wir haben das Haus meiner Mutter verkauft, wir haben ihr Vermögen aufgebraucht, meines auch, mein geringes, was ich hatte vorher. Und dann war kein Geld mehr da nach 5, 6 Jahren Pflege. In Deutschland ist sehr, sehr teuer. Und dann? Und dann ist meine Mutter zum Sozialfall geworden. Mhm. Und dann fängt das Kämpfen aber richtig an. Sie waren 29, waren so gerade da an der Schwelle, wo es so richtig losgeht im Job, Studium abgeschlossen, erste Berufserfahrung, dann passiert das. Wie haben Ihre Freunde und Kollegen reagiert, als Sie gesagt haben, ich hole Sie jetzt nach Hause? Ich mache das jetzt, ich bin jetzt mal weg. Die Kollegen waren Gott sei Dank sehr hilfreich, da habe ich Glück gehabt. Die haben auch gesagt, fahr nach Hause, guck, was da los ist. Der Schlaganfall war auch gar nicht erkannt worden, auch im Krankenhaus nicht. Deswegen blieb sie rechtzeitig gelähmt auf der rechten Seite und konnte auch nicht mehr sprechen. Und die haben mir mit auf den Weg gegeben, kümmere dich. Das war sehr gut. Deswegen überweist aber keiner Geld. Nee. Es war auch so, dass manche wirklich Abstand genommen haben. Eine Freundin hat den Kontakt abgebrochen, weil sie dachte, ich überfordere nicht nur mich, sondern auch sie, mein ganzes Umfeld. Es gab aber auch sehr erstaunliche Erfahrungen, dass auf einmal ein Freund von mir jeden zweiten Abend bei meiner Mutter neben dem Bett saß und Händchen gehalten hat. Also da gab es alle möglichen schönen und unschönen Erfahrungen. Jetzt kann man sie ausrechnen. 10 Jahre haben Sie das gemacht, sind dann jetzt demzufolge 39. 40. Mhm. Glückwunsch. Danke sehr. Haben Sie uneinholbar den Anschluss verloren, 10 Jahre raus in diesem Job, der sich so schnell dreht, auch als Journalistin? Das will ich doch nicht hoffen, Blasberg. Aber es ist in der Tat so, dass ich mich dann zunehmend auf die Pflege meiner Mutter konzentriert habe. Und ich habe zwar weiterhin immer gearbeitet, aber mein Schwerpunkt lag nicht mehr ausschließlich auf der Arbeit wie vorher. Das kann aber auch ganz gesund sein. Das merkt man dann. Das ist wie wenn andere Kinder bekommen oder sich einen Hund anschaffen. Man merkt, der Arbeitsmittelpunkt ist nicht immer unbedingt das Wichtigste im Leben. Mhm. Ihre Mutter ist im Februar dieses Jahres gestorben. Jetzt mit dem Abstand der paar Monate, was überwiegt da? Die Trauer oder auch die Erleichterung, dass es vorbei ist? Es überwiegt die Freude, dass wir beide das geschafft haben, und zwar wirklich zusammen. Sie war sehr stark, ansonsten hätte sie das auch nicht alles überlebt. Sie konnte nicht mehr sprechen. Sie konnte nicht mehr sprechen, sie konnte sich eigentlich kaum noch bewegen. Aber wie kann man da Spaß haben? Wir hatten wahnsinnig viel Spaß.
Wir sind in München rumgefahren, wir sind einkaufen gefahren, wir haben im Café gesessen. Wir haben auch zu Hause natürlich sehr viel Zeit verbracht, viel mehr, als ich sonst zu Hause verbracht hätte. Wir haben Fernsehen geguckt, sie hat sich über ihre Sendung aufgeregt, teilweise je nach Gast. Das hält frisch. Genau, sie ist sehr frisch gehalten worden dadurch, dass sie wirklich zu Hause bleiben konnte. Wir hatten einen kleinen Hund, wir hatten eine kleine Katze. Ich habe eigentlich alles dafür getan, dass es ihr gut geht. Und es war sehr, sehr schön zu sehen, dass das so Früchte trägt, dass es wirkt. Es ging ihr von Tag zu Tag, seit sie zu Hause war, besser. Danke für diesen Einblick. Machen wir mal die Runde, Frau Behrendt. Sie haben einerseits den Beruf gehabt, andererseits aber auch Ihre Eltern zu Hause gepflegt. Warum zu Hause und nicht tatsächlich auch da, wo Sie arbeiten? Ich sag mal so, die beste Pflege für einen Menschen kann man eigentlich nur zu Hause leisten. Weil ich kann eine gute Arbeit im Heim leisten. Ich mag die Leute, ich liebe die auf eine Art und Weise. Aber die Pflege der Angehörigen ist noch mal eine ganz andere Geschichte. Die emotionale Verbundenheit, die dazu gehört. Mir hat es ein Stück weit das Ganze erleichtert, dass ich auch noch eine Schwester habe, die Krankenschwester ist. Also wir sind, bei uns ist ein Rudel. Auch bei der Kinderwahl kann man das. Ja. Oma bin ich auch. Also man weiß nicht, was draus wird. Aber letztendlich haben wir dann noch das Know-how gehabt, viele Dinge zu Hause machen zu können. Und ich weiß, dass es für viele Angehörige, also da Respekt und Hut ab, das kann man natürlich in einem Pflegeheim nicht leisten. Und deswegen gehört auch für den größten Pflegedienst hier in Deutschland, das sind ja die Angehörigen, einfach eine deutliche Aufwertung auch, dass man nicht in das Risiko gerät, wirklich arm zu werden, weil man seinen Angehörigen pflegt. Gleich nochmal hin, machen wir die Runde voll, Herr Schober. Ich weiß es von Ihnen auch, Sie haben auch Ihre Mutter. Die haben wir zu Hause versorgt. Und wer ist ihr? Die Familie, meine zwei Geschwister, meine zwei Schwestern, ich. Und wir hatten eine rumänische Hilfskraft. Und ich wage die These mittlerweile, die häusliche Pflege würde ohne diese Hilfskräfte aus Osteuropa mittlerweile zusammenbrechen oder ist schon zusammengebrochen. Ich war letzte Woche in Urlaub in Bayern und habe da prompt wieder zwei Busladungen mit polnischen Hilfskräften gesehen. Ich bin mir sehr sicher, dass die dort gearbeitet haben, wahrscheinlich schwarz. Meine Mutter war nicht schwarz, wir haben es legal gemacht. Aber hier hat sich ein Parallelmarkt entwickelt, weil Pflege zu Hause mit ambulanten Diensten nicht zu finanzieren ist und auch die Pflegekräfte gar nicht da sind. So, und wir haben uns durch diese Osteuropäerinnen, unsere Agentur, die Leiterin der Agentur, über die wir die Rumänin hatten, sagte uns, wir tun uns jetzt schon schwer, neue Hilfskräfte aus Rumänien hier nach Deutschland zu bekommen. Also wir haben uns die Zeit gekauft, weil natürlich auch die Rumänien Eltern und Großeltern haben und wir den Markt natürlich zu einem Teil auch schon weggekauft haben nach Deutschland. Und das ist aus meiner Sicht ein ganz großes Problem. Wir haben uns Zeit erkauft dadurch, dass dieses Parallelsystem mit den osteuropäischen Pflegekräften etabliert wurde. Da haben wir uns Zeit erkauft. Aber irgendwann ist die Zeit zu Ende. Gehen wir dann weiter nach China, gehen wir dann weiter nach Vietnam. Ich weiß nicht, wo das hinführen soll. Herr Spahn, wo soll es hinführen? Also wenn wir sagen, eigentlich wäre das System hier der häuslichen Pflege schon zusammengebrochen, wenn es eben nicht diese im Dreimonatsrhythmus rotierenden, sich selbst organisierenden, zwei Monate sich selbst organisierenden, die eine holt die andere nach, Pflegekräfte gäbe. Erstmal gibt es da mittlerweile sehr, sehr viele legale Möglichkeiten, mit Agenturen das zu machen. Deswegen würde ich jetzt erstmal gar nicht immer per se unterstellen wollen, dass das schwarz ist, aber das gibt es natürlich auch, das ist wichtig. Ohne, da bin ich ja bei Ihnen, ohne das würde die Versorgung heute an vielen Stellen von Pflegebedürftigen in der Familie oder zu Hause eben nicht gelingen. Mir ist wichtig, wenn wir jetzt noch mal schauen, das war ja die Frage, aus dem Ausland Pflegekräfte zu holen, Unterstützung zu holen, dass wir das machen in Zusammenarbeit mit Ländern, Gesellschaften, die selbst noch sehr, sehr jung sind. Da muss man übrigens gar nicht so weit fahren. Im Kosovo ist jeder Zweite unter 25. Jeder Zweite unter 25, 70% der Bevölkerung unter 30. Die Pflegeausbildung in dieser Region übrigens ist gar nicht so schlecht. Da kann man durchaus drauf aufsetzen.
mit Weiterqualifikation und Sprache. Und ich möchte gerne schauen, ob wir Partnerländer finden, mit denen wir noch strukturierter, als das bisher schon stattfindet, das machen können, ohne dass wir selbst alternden Gesellschaften die Fachkräfte klauen. Das bin ich bei Ihnen, das wäre keine gute Lösung. Aber es gibt noch immer sehr viele, sehr junge Länder auf der Welt. Wenn man das macht mit einem Mehrwert für beide Seiten, dass wir dafür andersrum auch helfen, dass das Gesundheits- und Pflegesystem sich in diesen Ländern weiterentwickeln kann, dann glaube ich, kann das eine Lösung sein. Ich sage aber noch einmal, ausländische Fachkräfte sind für mich ein Baustein, nicht der einzige. Es geht auch darum, Ausbildungskapazitäten hier auszubauen. Es geht darum, ich will nur mal sagen, die Teilzeitquote in der Pflege hat sich in den letzten 10 Jahren um 40% erhöht. Unter anderem wegen des Drucks und der Probleme, zum Teil Familie, was immer dazu kam. Nicht nur Teilzeitarbeit ist jetzt hinzugekommen als neuer Faktor. Ja, viel Verdichtung, und sag ich doch. Leute, die Leiharbeit verdienen noch weniger. Das viele, darf nur ich eben einmal, lass du nicht. Ich versuche ja immer, weil ich was lernen will, zuzuhören, geben Sie immer die Gelegenheit, auch einen Gedanken ihm zu sagen. Wenn es gelingen würde, viele Kräfte, die in Teilzeit sind, zu ermuntern, indem wir über Anreize noch mal reden, auch mehr Stunden wieder zu machen. Wenn das einige zigtausend bereit wären zu machen, weil sie sagen, ich spüre, dass es besser wird, dann hätten wir natürlich schon eine, auf ganz Deutschland gesehen, enorme Entlastung wieder, weil das viele zigtausend Stunden zusätzlich in der Woche wären. Also mit so einer ganzen Reihe von Maßnahmen. Mir ist nur wichtig, es geht nicht nur um Kräfte aus dem Ausland, ein Baustein, aber nicht der einzige. Die Kräfte aus dem Ausland stützen ja oft auch die häusliche Pflege. Und wenn man sich das mal anguckt, das ist schon überraschend. Wir haben hier eine Pflegefachkraft, Eltern zu Hause gepflegt. Ihre Geschichte haben wir gerade gezeigt. Sie haben es mit 2 Geschwistern gemacht. Herr Greiner ist nicht nur Verbandsvertreter, sondern hat auch eine 89-jährige Mutter. Ich fasse es mal zusammen. Sie korrigieren mich. Pflegegrad 5. Und ist aber auch nicht in einem Heim. Also, sondern es geht dann tatsächlich dann auch. Aber? Ich glaube, wenn man... Ich habe auch die Geschichte gelesen von Frau Schneeberger, die hat mich auch sehr berührt. Wenn Sie hier die Frau Henseler sehen mit ihrem Mann, gleich noch. Mhm. Glaube ich, es gibt Situationen, wo das Heim für alle Beteiligten die beste Möglichkeit ist. Und ich glaube, es gibt eben nicht nur die Schneebergers, die Behrens und auch Familie Greiner. Es gibt eben viele Leute, die in dieser individualistischen Gesellschaft sich selbst verwirklichen wollen, die dazu nicht bereit sind. Und meine Wahrnehmung ist, wenn ich insbesondere mit ambulanten Diensten rede, die mir sagen, ich habe früher im stationären Bereich gearbeitet, da hat alles kontrolliert. Wenn ich in der Familie arbeite, da gibt es eine ganze Menge Dinge, die einem so nicht gefallen können. Also ich glaube, es ist wunderbar, jeder wünscht sich das, dass seine Familie ihn so pflegt. Aber ich glaube, es gibt Situationen, wo insbesondere Pflegegrad 5 die Leute zu Hause überfordert sind. Oder aber es gibt andere Gründe, Sie haben das jetzt individualistisch genannt. Da gibt es ja immer Diskussionen drüber, wenn man so eine Sendung guckt, dann bekommt man fast schon ein schlechtes Gewissen. Meine Eltern leben beide in einem Heim bei uns um die Ecke. Und jetzt höre ich mir diese Runde an. Sind die denn zufrieden? Ja, wenn Sie meine Mutter hören, ist sie zufrieden. Sie erzählt mir von den Überlastungen und der Taktung und dem dauernd Bimmeln im Telefon. Mhm. Aber für sie hat ein neues Leben begonnen in diesem Heim mit Sozialkontakten und anderem. Und es gibt individuelle Helden und es gibt immer was zu reden. Über das Essen brauchen wir, glaube ich, nicht reden. Wenn mich Gott strafen will, schickt er mich als Koch in ein Altenheim, weil da sitzen 90 Frauen und jede behauptet, ihr Kochstil sei der einzig gültige. Das ist wirklich Höchststrafe. Ja, aber Ihre Eltern sind keine Ausnahme. Über 90% der Leute sind zufrieden in Altenheim. Das weiß ich jetzt nicht. Kann ich Ihnen empirisch belegen, lieber Blas. Lassen Sie mich einfach mal bei diesem sozialen Erwünschtheit auch bleiben, zu sagen, ja, die beste Pflege ist zu Hause. Jens Spahn sitzt bei uns in der Runde und Jens Spahn ist schon lange Politiker und ich mache diese Sendung auch schon etwas länger. Wir müssen jetzt beide sehr tapfer sein, das heißt ich mehr als Sie. Vor 12 Jahren, da haben Sie zu der Frage, ob Sie Ihre Eltern zu Hause pflegen wollen oder nicht, etwas gesagt, was wir jetzt nochmal anschauen. Das war die erste Frage der Sendung, glaube ich. Ich kann mich daran nicht mehr so gut erinnern. Der Mann, der da steht, bin ich. Herr Spahn, mit 26 sind Sie statistisch am weitesten weg von der Frage, pflege ich meine Eltern? Wissen Sie eigentlich, welche Erwartungen Ihre Eltern an Sie haben? Nein, ehrlich gesagt nicht. Ich habe mir in Vorbereitung auf diese Sendung Gedanken dazu gemacht. Und eigentlich haben wir, gut, jetzt sind meine Eltern beide noch gerade unter 60, aber wir haben uns nie darüber unterhalten. Was glauben Sie, was Ihre Mutter von Ihnen erwartet? Ich denke, dass meine Mutter und meine Eltern
zu Recht auch erwarten, dass wir uns um sie kümmern. Wir sind zu dritt, also ich habe zwei Geschwister, wenn es denn dann zu einem Pflegefall kommen sollte. Jetzt muss ich Sie ja fragen, könnten Sie, würden Sie? Ich muss Ihnen ehrlich sagen, dass ich das jetzt aus der Situation heraus nicht beantworten kann. Das würde, wenn ich es so mache wie Sie, bedeuten, dass ich mein Berufsleben aufgebe, zumindest stark einschränke, dass ich mein persönliches Leben stark einschränke und dass ich mir das so vorstellen kann, bei meinen Eltern wieder einzuziehen und mich darum zu kümmern. Ich will ehrlich sagen, ich könnte das jetzt nicht klipp und klar mit Ja beantworten. Herr Spahn, 12 Jahre ist das her. Haben Sie jetzt eine klarere Antwort? Ja. Also ich fand die damals gar nicht unklar, ich fand die sehr ehrlich, aber... Erstmal, mir kam nur gerade wieder die ältere Dame, die neben Ihnen saß. Henny Übach. Frau Übach, die habe ich zweimal in Mönchengladbach noch besucht. Die war übrigens auch sehr glücklich in ihrer Einrichtung. Absolut. Das war eine über 90. Tolle Frau. Ja. Leider mittlerweile verstorben. Zu der Frage der eigentlichen, ich traue mir das schlicht und ergreifend nicht zu. Das ist beides. Ich traue es mir nicht zu, das, was Frau Schneeberger gemacht hat, zu machen. Und tatsächlich zusätzlich meinem Beruf diese Aufgabe aufzugehen. Das heißt aber übrigens nicht, dass ich mich nicht um meine Eltern kümmern würde. Natürlich würde ich versuchen, jede freie Minute da zu sein. Und ich glaube auch im Übrigen, wenn ein Elternteil, ein Verwandter, ein Angehöriger in einer stationären Pflegeeinrichtung ist oder und ambulanter Pflegedienst kommt, heißt das ja nicht, dass man selber raus ist aus der Kiste. Also natürlich würde ich auch sagen, wenn es so sein wäre, dass sie so pflegebedürftig sind, dass sie in einer stationären Pflegeeinrichtung in meinem Heim leben, dass ich sie so oft wie möglich besuche. Ich habe doch immer noch eine Verantwortung. Deswegen haben wir noch Familie. Und ich bin der, der ich bin. Vielleicht auch in diesem Amt nur, weil meine Eltern sich intensiv um mich gekümmert haben und mitgeholfen haben, dass ich der bin, der ich bin, mit viel Liebe, viel Aufmerksamkeit. Und das möchte ich denen natürlich auch zurückgeben. Aber die ehrliche Antwort ist eben auch, dass ich mir das so jedenfalls auch gar nicht zutrauen würde. Und deswegen glaube ich, und das ist das, was wir nach der Sendung gemerkt haben, ich habe direkt nach der Sendung, es war live auch wieder, erstmal zu Hause angerufen, um zu retten, was zu retten ist, an der Stelle, weil wir ja vorher nie drüber geredet hatten. Also wir haben uns sozusagen gezwungen, durch die Frage in der Sendung damals... Haben Sie schon Danke gesagt? Darüber mal zu reden überhaupt in der Familie. Und ich glaube, das kann jeder mal für sich überlegen. Hat er mit seinen Eltern oder mit seinem Partner, den Kindern, schon mal darüber gesprochen, wie eigentlich die gegenseitige Erwartungshaltung ist? Ich vermute, dass viele, das haben wir ja auch gemerkt in der Familie, wegschieben, weil man möglicherweise auch ein bisschen Angst hat vor der Erwartungshaltung des jeweils anderen oder vor Enttäuschung oder wie auch immer. Und ich finde es einfach wichtig, dafür werbe ich schon, dass frühzeitig in der Familie darüber geredet wird, wie denn die gegenseitigen Erwartungen sind. Und ich bin ganz dankbar dafür, dass meine Eltern auch sagen, wir wollen natürlich schon, würden uns freuen, wenn ihr uns unterstützt, wenn ihr viel da seid. Aber wir würden jetzt nicht erwarten, dass ihr euren Beruf dafür aufgebt, um uns zu pflegen. Und ich finde, das muss jede Familie für sich auch ein Stück organisieren. Was wir können mit der Pflegeversicherung als Gesellschaft, ist unterstützen in dieser Entscheidung mit ganz unterschiedlichen Dingen. Aber am Ende ist das auch eine zutiefst persönliche Angelegenheit einer Familie, wo ich glaube, wir nicht Vorschriften so rum oder so rum machen sollen. Was bedeutet, eine Rund-um-die-Uhr-Pflege zu Hause zu organisieren? Das hat Frau Schneeberger uns eben schon geschildert. Das heißt, raus aus dem Beruf. In der Dokumentation vor uns, Sie haben das gerade angesprochen, den Namen genannt, gibt es den Fall Roswitha Haug-Henseler. Sie pflegt ihren Mann zu Hause. Auch bei ihr ging das ganz schnell, ähnlich wie bei Ihnen, Frau Schneeberger. Und sie bekommt sogar Geld dafür. Natürlich von der Pflegeversicherung. Interessant ist tatsächlich aber, wie viel das ist und wie viel es in einem anderen Fall sein könnte. Zur Unterstützung gibt es die Pflegeversicherung. Die würde 1.995 Euro pro Monat zahlen, wenn die Henselers einen professionellen Pflegedienst engagiert hätten. Der Nachteil? Für diese Summe bieten Pflegedienste allenfalls eine Grundversorgung an, morgens und abends. Die übrige Zeit müsste die Frau ihren Mann betreuen, so oder so. Also hat sie sich entschieden, ganz selbst zu pflegen. Auch dafür gibt es Geld, das Pflegegeld. Aber nur 901 Euro, weniger als die Hälfte. Das finde ich eigentlich eine ziemliche Unverschämtheit und auch eine Diskriminierung aller pflegenden Angehörigen. Und die meisten pflegenden Angehörigen, die leisten die ganz genau gleiche Arbeit wie die Pflegedienste.
Herr Spahn, bei jeder Sendung zum ähnlichen Thema hören wir diese Klagen immer wieder. Können Sie dieser Frau Hoffnung machen, dass sich daran mal irgendwas ändert? Erstmal, das ist ein Dauerthema. Das war es wahrscheinlich in der Sendung vor 12 Jahren auch schon, weil das erstmal auf den ersten Blick natürlich ein großer Unterschied ist in den Beträgen. Aber da kommt natürlich ein bisschen was dazu. Bei der examinierten Pflegekraft, die eine entsprechende Ausbildung hat, müssen Steuern gezahlt werden, kommen Sozialabgaben dazu. Bei denen, die zu Hause pflegen, werden die Sozialabgaben für die Rente, für die Arbeitslosenversicherung direkt von der Pflegeversicherung an die Rente, an die Arbeitslosenversicherung gezahlt. Da ist das also, taucht das sozusagen nicht auf. Sodass das nicht direkt vergleichbar ist. Was ich auch wichtig finde, ich glaube, im Beitrag vorher hieß es, dass das Pflegegeld, also die Leistung für den Angehörigen, erstmal ist das Geld eigentlich für den Pflegebedürftigen, der es dann ja meistens an den Angehörigen weitergibt, dass man das nicht kombinieren könnte, so war das in der Dokumentation vorhin, die Aussage mit Sachleistung, also mit dem Pflegedienst, der hilft. Nee, das war anders. Das stimmt. Es hieß, Sie bekommen keine Tagespflege. Na, das hätte man kombinieren Ich glaube, es war beides. Es war beides. Sie können die Tagespflege, aber egal, ich will es nur mal sonst sagen. Also Sie können Pflegegeld bekommen und anteilig auch ambulanten Pflegedienst dazu nehmen. Das teilt sich dann unterschiedlich. Sich aber das Klar, verringert es sich dann. Ja. Aber es ist nicht entweder oder, weil der Eindruck ein bisschen war, man kann nur das eine oder das andere. Kommunizierende Röhre, da muss man aber spitz rechnen. Das Problem, das wir generell haben, glaube ich, ist, wir haben, daher kommen übrigens die enormen Steigerungen. Ich trete ja gerade an als neuer Gesundheitsminister und habe ein Defizit in der Pflegeversicherung, obwohl alle anderen Sozialversicherungssysteme eigentlich sehr gut dastehen. Warum? Weil es die letzten 2-3 Jahre mit dem neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff mehr Betreuung, Demenz, eine enorme Ausweitung gab. Das wird Gott sei Dank auch von vielen angenommen. Es gibt viele zusätzliche Bausteine, eine Entlastung, Betreuungsleistung, Kombination mit Tagespflege, Nachtpflege, Kurzzeitpflege. Es wurde deutlich ausgebaut. Das nehmen jetzt auch viele in Anspruch. Deswegen findet man zum Teil auch gar keine Plätze mehr, weil viel, viel mehr das jetzt auch nutzen. Es ist dadurch aber auch unübersichtlicher geworden. Ich kriege halt sehr oft gesagt, dass viele eben gar nicht wissen, welche Bausteine sie eigentlich alles im ambulanten Bereich nutzen könnten. Deswegen müssen wir noch mal schauen, auch mit den Pflegekassen, mit den Pflegeberatern, dass wir tatsächlich viel regelhafter auch den Menschen einen Überblick geben über die Unterstützung, die sie eigentlich kriegen können. Frau Schneeberger ist gelernte Journalistin. Das heißt, sie ist geübt, komplizierte Sachverhalte zu durchdringen, sich auch, wenn sie recherchiert, durch Dokumente durchzuwühlen. Wie gut war diese berufliche Vorbereitung für das, was Sie an Papierkram bewältigen mussten? Ja, das war schon sehr wichtig. Es hat aber trotzdem nicht ausgereicht. Unter anderem, weil es eben zum Beispiel in München nicht mal einen Pflegestützpunkt gibt bis heute, wo man sich hätte informieren können. Das ist ein Unding. Also Angehörige wissen, wenn so etwas von über Nacht passiert, überhaupt nicht, was sie machen sollen. Und das ist bis heute auch nicht verbessert worden. Und ich hatte nur das wahnsinnige Glück, dass ich einen Bruder an meiner Seite hatte, der Rechtsanwalt war. Und der hat sich durch dieses Behördendickicht durchgekämpft. Und ich finde, wir hätten es sonst nicht geschafft. Und ich finde, es ist ein Unding, dass wir in Deutschland nicht zu Hause pflegen können, ohne einen Rechtsanwalt an seiner Seite. Das kann nicht sein. Was mich sehr ärgert, ist, Sie haben eben gesagt, Sie hätten verstanden, Sie hätten kapiert. Den Eindruck habe ich nur teilweise. Wir reden hier auch die ganze Zeit darüber, wie wir die Pflege in Heimen besser machen können. Das ist dringend nötig. Aber 2/3 bzw. sogar inzwischen 3/4 der Angehörigen pflegen ihre Leute zu Hause. Was tun Sie denn für die? Da habe ich im Koalitionsvertrag, den ich heute extra noch durchgelesen habe vorher, das Kapitel Pflege, kaum was gefunden. Nein. Also erster Teil ist, erstmal bin klar, weiß ich und weiß es auch zu schätzen, dass der größte Teil, Sie haben es vorhin ja auch schon einmal gesagt, Frau Behrendt, der Pflege zu Hause geleistet wird. Und die Wahrheit ist, wenn wir das alles anders organisieren müssten, wären wir von heute auf morgen in der Lage, das gar nicht zu können. Das, was Familie leistet, können wir wahrscheinlich auch in keiner Weise nicht durch Pflegeversicherung ersetzen, übrigens auch nicht bei den Familienmitgliedern, die in anderen Situationen dann helfen. Was steht drin? Erster Teil ist, in den letzten 4 Jahren war der Hauptfokus in der Pflegepolitik genau da, bei der stärkeren Unterstützung von pflegenden Angehörigen, wo es eben diese enorme zusätzlichen Angebote, Bausteine gegeben hat. Ich will nur mal die Summen nennen, weil es hat es noch nie gegeben in der Geschichte einer Sozialversicherung, dass innerhalb von 6-7 Jahren die fast 50% die Ausgaben gestiegen sind. Wir sind mal vor 12 Jahren, als wir hier geredet haben, war die Pflegeversicherung wahrscheinlich um die 20 Milliarden. Die ist jetzt bald bei 40 Milliarden.
eine Verdoppelung, weil es eine enorme Ausweitung, insbesondere mit Blick auf Demenz und Betreuung gegeben hat. Sie sagen, es reicht nicht. Vor allem Demenz. Es reicht nicht, akzeptiere ich. Aber ich finde, man muss auch sehen, dass die letzten 4 Jahre gerade in dem Bereich viel zusätzlich passiert ist. Und jetzt der Fokus erst einmal sehr stark auf die Pflegekräfte ist. Was steht drin? Drin steht für diese Frage, wie kompliziert es ist, das sogenannte Entlastungsbudget einzuführen. Das heißt im Kern vor allem, nicht ganz viele Bausteine zu haben, die es unübersichtlich machen, worauf habe ich eigentlich einen Anspruch, sondern Teil der Leistungen zusammenzuführen zu einem einheitlichen Betrag, den ich dann flexibel einsetzen kann, der dann aber auch eine höhere Transparenz und Flexibilität hat. Also es soll es leichter machen. Vor allem auch die Frage, wie bürokratisch ist das, was muss ich eigentlich alles wissen, für pflegende Angehörige das nutzen zu können. Und der zweite Baustein ist natürlich die Frage, wie hoch sind die Leistungen der Pflegeversicherung? Wo die Forderung hier im Raum steht, das ist seit Jahren, eine zu geringere Anpassung der Unterstützung aus der Pflegeversicherung gegeben hat. Ich nehme diesen Auftrag auch sehr ernst. Ich weiß, dass wir da nachsteuern müssen. Sie haben ja vorhin die Umfrage gezeigt. 80% wären bereit, mehr für Pflege zu zahlen. Aber da müssen wir es halt konkret machen. Allein mit dem Defizit, das wir jetzt schon haben in der Pflegeversicherung, werde ich einen Durchschnittsverdiener 20 bis 25 Euro mehr im Monat belasten müssen, um das auszugleichen. Da habe ich noch keine Mehrleistung gemacht. Und ich glaube, wenn man die Fragen konkreter macht, nicht nur, wären Sie bereit, mehr zu zahlen, sondern dahinter noch mal steht, wie viel Euro netto das denn im Monat ist, dann wird die Debatte schwieriger. Jedenfalls habe ich beide im Blick zu haben, Beitragszahler und die Ausgaben. Ein Thema, eins ist aber schön bei der Pflege. Da ist generationenübergreifend, glaube ich, die Bereitschaft schon da und die Einsicht, das zeigt ja auch die Umfrage, es sollte mehr Leistungen geben. Es kann auch teurer werden, da mehr zu zahlen. Aber es muss halt in der Balance am Ende sein. Wollen wir diesen Eindruck mal verstärken oder auch kontrastieren mit unseren Zuschauermeinungen? Mhm. Herr Spahn, vielen Dank. Brigitte, was gehört? Ebenso wie unser Zuschauer, was bisher diskutiert wurde. Wir haben vor der Sendung, während der Sendung schon viele Zuschriften bekommen. Dein Überblick. Ja, und ich möchte beginnen mit so etwas wie einer Respektzollung und auch Anerkennung für diesen schwierigen Beruf. Da geht es eben nicht nur darum, Kanaster zu spielen und die niedlichen Alten zu pflegen. Und das vielleicht mal mit den Worten unseres Zuschauers Matthias Waag. Er schreibt im Gästebuch: Die aufopferungsvollen, schwer arbeitenden Pflegenden werden ständig schlecht gemacht und meist von Leuten ohne jegliche Pflegeberufserfahrung. Das ist renitente, um sich schlagende, spuckende, sich einkotende, auch verbal gewalttätige Alte gibt, muss auch erwähnt sein dürfen. Also ein Beruf, der es in sich hat und den man einfach erstmal wuppen muss. Hat die Politik eigentlich verstanden? Und viele Zuschauer sagen, nee, wird schon sehr lange darüber diskutiert und so richtig verstanden haben die Politiker noch nicht. Herr Spahn insbesondere, sagt zumindest Gabriele Reimus und schreibt bei Facebook, wenn Sie nur 13.000 Stellen schaffen, haben Sie nichts verstanden, Herr Spahn. Das Doppelte wäre das Minimum. Haben wir eben ausführlich haben besprochen. Haben wir diskutiert. Welche Auswege gibt es? Auch darüber machen sich unsere Zuschauer Gedanken und sie landen sehr schnell bei den pflegenden Angehörigen. Günther Merl schreibt, der schnellste und sicherste Weg ist, die häusliche Pflege finanziell massiv zu stärken. Alles andere braucht Jahre. Es kann nicht sein, dass die Pflegeversicherung durch die aufopfernde Pflege in der Familie massiv Geld spart. Was bedeutet das im Alltag der Menschen? Unsere Zuschauerin Angelika Schmid hat uns geschrieben, sehr kurz im Gästebuch, aber man ahnt die Geschichte dahinter. Ich habe 17 Jahre lang billig für den Staat zu Hause gepflegt, bis ich ausgebrannt war. Die ständig steigenden Zusatzkosten zum Pflegeheim treiben mich jetzt als Dank langsam, aber sicher in die Armut. Pflegende Angehörige fühlen sich oft alleingelassen. Da gibt es nicht so richtig eine Lobby. Viele Sachfragen müssen da geklärt werden, haben wir ja eben auch diskutiert. Und Andreas Cibulla macht da einen Vorschlag und schreibt bei Facebook: Ich denke, es wäre Zeit für professionelle Pflegeberater, die die pflegenden Familienangehörigen unterstützen, beraten und sich in dem Thema komplett auskennen. Diese müssten zwar von den Kassen bezahlt werden, aber dürften nicht für diese arbeiten. Ist das ein guter Vorschlag, Herr Spahn? Es gibt's. Das Verrückte sozusagen ist, genau das gibt's. Auch diesen Anspruch darauf, dass die Kasse es bezahlt. Aber es ist offenkundig immer noch nicht, ich mache gar nicht den einzelnen Vorwurf, die das nicht wissen, es ist offensichtlich noch nicht regelhaft genug, dass dieses Beratungsangebot tatsächlich auch bei den Familien, wo die Situation eintritt, dann ankommt. Das gibt es seit Jahren. Aber nicht in München zum Beispiel. Es gibt den Pflegestützpunkt, das kann ich allerdings auch nicht aus Berlin organisieren, das muss München machen. Es gibt ja mehr als den Pflegestützpunkt. Dieser Anspruch auf Beratung jedenfalls, um das zu beantworten, den gibt's. Aber ich nehme einmal mehr mit, das höre ich öfter, dass das nicht wirklich bekannt ist. Die Infos dafür nochmal auf unserer Seite www.hart, aber fair, fassen wir das morgen nochmal zusammen. Können Sie gucken, was es gibt, wo es es gibt.
Ich möchte jetzt ein bisschen eingehen auf die Menschen, die da in der Pflege arbeiten. Viele, viele, die uns da geschrieben haben und die auch geschrieben haben, was das bedeutet, wenn man als eigentlich Fachkraft vielleicht nur mit 2.100 brutto nach Hause geht und sich fragt, wie soll man damit eigentlich ein Leben finanzieren? Und unsere Zuschauerin Caroline Dreier schreibt uns über die schlechte Armut, schlechte Bezahlung, die vielleicht mal in die Altersarmut führen könnte. Sie schreibt, sollte ich bis 66 durchhalten können, erwartet mich die sichere Altersarmut. Ich arbeite selbst in einem Haus der gehobenen Kategorie, das ich mir im Alter niemals leisten könnte. Und die Politik redet auf der einen Seite von stillen Helden und Anerkennung, wirbt auf der anderen Seite aber billige Kräfte aus dem Ausland an, die für den Mindestlohn arbeiten. Die Fachkräfte fliehen. Sie sagen, das wird schwierig, ich möchte vielleicht doch umsatteln, wenn sie eigentlich einmal schon dabei sind. Carsten Schneller zum Beispiel schreibt, nicht nur, dass ich letztes Jahr einen Bandscheibenvorfall erlitt, als ich wieder allein im Spätdienst 11 Bewohner lagern musste, sondern vor allem die Tatsache, dass mit dem geringen Gehalt unmöglich eine Familie zu ernähren ist, lässt mich jetzt mit Anfang 30 noch mal eine Umschulung machen, wieder eine Fachkraft weniger. Pflege könnte auch etwas sein, indem man Geld verdient in einem Bereich. Darüber machen sich viele Zuschauer Gedanken, zum Beispiel Patrick Kohnen, und er schreibt bei Facebook, tja, mein Schwiegervater zahlt monatlich für sein Zimmer 3.200 Euro. Das Problem ist, da sitzen Leute, die damit Renditen erwirtschaften, und das geht gar nicht. Die Standbeine einer Gesellschaft haben niemals in private Hände zu gehen. Und das ist eine Steilvorlage, vielen Dank. Brigitte Bischer, für einen Aspekt, den wenige Leute nur kennen. Wie kann es denn eigentlich sein, wir hören immer nur Mangel, wir hören zu wenig Geld ist im System. Wie kann es dann sein, dass gerade Pflege- und Altenheime interessant werden für Großinvestoren, weil sich dort eben Geld verdienen lässt? Fragt sich nur, wie. Das Geschäft mit der Pflege ist in Deutschland sehr lukrativ. Der Pflegemarkt ist der am stärksten wachsende Bereich im Gesundheitsmarkt. Das bleibt auch bei Investoren nicht unbemerkt. Allein im letzten Jahr sind 40.000 Betten von Investoren gekauft worden. Das sind 5% aller Plätze im vollstationären Bereich. Das RWI Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung hat sich den Markt genauer angeschaut und über 400 Geschäftsberichte von Pflegeunternehmen analysiert. Demnach hatten öffentlich-rechtliche Heimanbieter 2015 eine Gesamtkapitalrendite von 2,8%, private Heimanbieter aber 8,3% Rendite. Personalkosten sind in der Pflege immer der größte Kostenfaktor. Bei öffentlich-rechtlichen Anbietern machten die Personalkosten ganze 62% aus, bei den privaten Anbietern allerdings nur 50%. Wir übersetzen das mal. Private Heimanbieter verdienen mehr Geld bei weniger Personalkosten. Sozialwissenschaftler Professor Stefan Sell von der Hochschule Koblenz interpretiert das so. Wenn man es zulässt, mit der Pflege alter Menschen Gewinne zu machen, so wie in einer Autofabrik, dann muss man sich nicht wundern, wenn die gleichen ökonomischen Regeln herrschen wie in der Autofabrik. Produktivitätssteigerung und Rationalisierung. Private Heimanbieter, vor allem die Pflegeheimketten, die zunehmend von Investoren aufgekauft und betrieben werden, wollen Rendite bis in den zweistelligen Prozentbereich machen. Das führt vor allem dazu, dass sie ihr Personal schlechter bezahlen oder Personal abbauen. Herr Greiner, warum müssen alte Menschen für Rendite zuständig sein? Lassen Sie mich so sagen. Die Zahlen, die jetzt gezeigt wurden, sind ja nur ein Ausschnitt. 2% aller Heime in Deutschland sind insolvent, 10% insolvenzgefährdet. Das ist das eine. 40% verdienen nicht ihr Geld, damit sie in die Immobilien investieren können, damit sie ihre Gebäude im Schuss halten. Das sind auch Dinge, die man damit sehen muss. Das andere ist, wir werden bis 2030 80 Milliarden investieren müssen. 80 Milliarden, um ausreichend Plätze in Heimen zu bekommen. Wir müssen die Frage beantworten, woher kommt das Geld? Und ich will es Ihnen an einem Beispiel sagen. Es gibt bei uns ein Unternehmen, die baden-württembergische Landesregierung hat beschlossen, in Baden-Württemberg gibt es nur noch Einzelzimmer in Altenheimen. Das Unternehmen hat ein Haus gekauft von einem kleinen Betreiber und das muss jetzt für 12,5 Millionen Euro saniert werden, damit die Einzelzimmer Kleiner, umgebaut werden. Ich grätsche jetzt mal da rein, alles richtig. Ja, das hat aber auch unterhält der Überprüfung wahrscheinlich stand. Davon wir werden das morgen noch mal machen im Faktencheck.
Wenn wir hören 8,3% durchschnittliche Rendite und wenn wir wissen, dass bei den privaten Anbietern viele kleine Häuser auch dabei sind, die niemals diese Rendite machen, dann muss man nicht Mathematik-Leistungskurs gehabt haben und zu sagen, wenn man dann auf 8,3% kommt, ja, gerade die, die Sie eben beschrieben haben, die rumkrebsten, die kleinen, dann muss die Marge bei den großen Ketten, die auch tatsächlich an Investmentfonds auch gehen, die muss deutlich im zweistelligen Bereich sein. Ist das etwas, was das Ziel sein kann? Und wie wollen Sie diese Margen erreichen? Sie wollen mir doch nicht erzählen, dass Sie mit Großpackungen Windeln diesen Schnitt machen, sondern es geht ans Personal. Also aus meiner Sicht ist es so, wir müssen uns im Klaren sein, wir reden über 4% des gesamten Marktes. 4%, das ist das eine. Und das andere ist, nach unseren Recherchen 5, aber ich will jetzt nicht der Buchhalter. Also darüber will ich das andere. Und das andere ist, was man sich am Klaren sein muss, ist, wie viel Personal in einem Altenheim ist. Das schreibt der Gesetzgeber ganz genau vor. In welcher Qualifikation schreibt er ganz genau vor? Gucken Sie mal die Nur, dass bei den Zuschauern nicht der falsche Eindruck entsteht. Aber natürlich. Aber natürlich nicht. Wir haben maximal eine Fachkraftquote von 50%, die vorgeschrieben ist. Ansonsten gehen Sie von Bundesland zu Bundesland zu Bundesland natürlich und haben maximal Anhaltszahlen als so Richtwerte einfach im Durchschnitt gerechnet. Aktuell ist Bayern das Land, was ganz weit vorne ist. Allerdings hat auch Bayern nicht den Standard, um die Qualität zu bringen, zu der wir ja in der Lage sind, diese zu leisten. Wenn man den Personalschlüssel hat, damit man es verstehen kann, der ist ja vorgeschrieben, den darf man eigentlich nicht unterschreiben. Ach. Herr Schober, wie sieht das denn, Sie haben da auch recherchiert, wie sieht das denn aus? Also ich glaube, es ist unstrittig, das kann man behaupten, dass Sie Rendite erstmal über Personalkosten generieren müssen. Das haben die Zahlen ja auch hergegeben. Aber wie macht man das denn, wenn es tatsächlich so reguliert ist, wie Herr Greiner das behauptet? Naja, das ist zum Beispiel ein ganz, ganz konkreter Punkt, wenn ich Pflegefachkräfte auch andere Tätigkeiten, hauswirtschaftliche Tätigkeiten machen lasse, dann habe ich zum Beispiel einen Punkt, den ich einfach mal ausgleiche. Also ich kann da durchaus... Aber Sie wissen, dass Sie das nicht dürfen und es wird auch kontrolliert. Ich weiß, aber es wird trotzdem ständig gemacht. Also bei meinen Recherchen höre ich ständig, dass das zwar illegal ist, aber es wird trotzdem gemacht. Und das ist ein Problem. Und diese Dinge machen mir schlicht und ergreifend Angst. In einem Markt, wo alle sagen, er wäre unterfinanziert, solche Renditen zu erzielen, das macht mir Angst. Also bisher haben wir einen Wettbewerb zwischen kommunalen Trägern, kirchlichen Trägern und privaten Trägern. Wir werden in Zukunft einen Wettbewerb bekommen zwischen Groß und zwischen Klein. Und wo das hingeht, und ich glaube, da muss die Politik heute, wir haben momentan einen Markt mit 5% mit diesen Private Equity Fonds, die einsteigen. Und ich glaube, da muss die Politik einschreiten, weil das ist eine extrem gefährliche Entwicklung. Herr Spahn? Also, ich nehme die sehr eine Entwicklung eher so stark in größere Einheiten hinein mit Finanzinvestoren aus den letzten Jahren. Ich nehme das ernst, ich schaue mir das an. Ich mache da jetzt aber auch keinen Schnellschuss hier mal eben in der Sendung. Das war auch schon, jetzt sagt mir jemand vor 2 Wochen woanders in der Sendung, stimmt. Aber auch innerhalb von 2 Wochen, finde ich, man muss ein bisschen tiefer da reingehen. Weil die Frage ist natürlich, wenn Sie da eingreifen, das ist ein ziemlicher staatlicher Eingriff, ist so einfach, in der Struktur eines Systems. Deswegen will das schon mal vorher einmal sich angeschaut sein, weil in einem hat Herr Greiner ja recht. Wir werden ziemliche Investitionen brauchen in den nächsten Jahren. Ja. Und soweit ich meine Caritas daheim kenne und meine AWO, werden die alleine möglicherweise nicht in der Lage sein, diese Investitionen in neue Einrichtungen zu stemmen. Wir haben zum Teil auch Bereiche, wo es gar nicht um stationäre Einrichtungen geht, sondern betreutes Wohnen mit Tagespflege direkt nebendran. Da entstehen ganz neue Investorenmodelle durch die finanziellen Leistungen, die wir in den letzten Jahren verbessert haben. Ich habe gesagt, bei uns auch im Ministerium, wir schauen uns das jetzt mal genau an, was da gerade passiert. Denn natürlich, wenn die Rendite auf dem Rücken der Pflegebedürftigen und der Pflegekräfte erwirtschaftet wird, dann ist das nicht ausdrücklich nicht Sinn und Zweck der Sache. Das ist nicht in der sozialen Pflegeversicherung das, was gedacht ist. Andersrum, wenn jemand in der Lage ist, auch durch bessere Einkaufsbedingungen, durch effizientere Strukturen, sozusagen gute Qualität, das ist das Entscheidende, mit zufriedenen Pflegekräften und zufriedenen Pflegebedürftigen zu erreichen, dann ist das okay. Und ich finde, Frau Behrendt, Sie lachen, ja, aber ich finde, das muss man sich schon mal... Ich finde, das muss man sich schon mal...